Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Ich habe euch die letzten Tage so ein bisschen in meiner Küche mitgenommen und zeige euch heute meine diesjährigen Weihnachtsleckereien. Also alles, was es von Süßem über Getränke hier bei uns in der Familie in den letzten Tagen so Weihnachtliches gab. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem folgenden Video. Wie ihr ja wisst, trinke ich jeden Morgen einen Smoothie. Und jetzt in der kalten Jahreszeit, ihr hört es auch, ich bin auch gerade erkältet, machen wir uns heute mal aus gegebenem Anlass einen sehr vitaminreichen Smoothie. Und da wollte ich euch gerne mitnehmen. Ihr braucht eine Birne, einen Apfel, eine halbe Zitrone, Birnensaft, Buttermilch und Honig. Los geht's! So, und schon ist er fertig und schmeckt super, super lecker. Das genaue Rezept schreibe ich euch, wie auch die anderen Rezepte, die ich euch heute zeige, unten in die Infobox. Und ich würde mich freuen, wenn ihr den auch mal nachmacht. Es sind sehr viele Vitamine drin. Ich mache jetzt Schokoladenbrot, so richtig schönes, saftiges. Und ich zeige euch erstmal, was wir dafür brauchen. Und zwar, also ich nehme überall Zartbitterschokolade, ihr könnt das natürlich auch, ihr könnt auch Vollmilch nehmen, wenn ihr wollt. Und zwar brauchen wir Raspelschokolade. Die genauen Mengenangaben setze ich euch einfach unten in die Infobox. Gemahlene Mandeln, Kuvertüre, Salz, das ist mein Salzstreuer, Butter, sehr viele Eier und Mehl und Zucker natürlich. Und dann werden wir mal loslegen. Erstmal muss ich die Butter jetzt ein bisschen weich bekommen. Und dann werden wir die Zutaten einfach vermengen und auf geht's. Im ersten Schritt gebe ich jetzt erstmal die Mandeln, das Mehl und die Schokoraspeln in eine Schüssel. Das habe ich jetzt einfach verrührt und gebe da jetzt noch eine Prise Salz dazu. In einer zweiten Schüssel habe ich jetzt die Butter mit dem Zucker verrührt, dass es schön cremig gleich noch wird und dann geht's weiter. So, und da habe ich jetzt die 9 Eier dazu gegeben. Und dazu muss ich noch was sagen. Also ich habe ein Ei reingegeben, habe alles umgerührt. Das nächste Ei rein, wieder umgerührt. Das ist ein bisschen aufwendiger, aber am Ende wird es sich lohnen. Und die ganze Pampe vermischen wir jetzt einfach mit den trockenen Zutaten von vorhin. So, und das gebe ich jetzt einfach auf ein Backblech. Da mache ich immer Backpapier drunter, damit sich das dann besser löst. Und das Ganze kommt dann bei 160 Grad für so 20 bis 30 Minuten in den Ofen. Wirklich nicht länger, weil dann ist das nicht mehr so schön weich, feucht, sage ich mal. Da könnt ihr einfach diese Stäbchenprobe nach 20 Minuten mal machen. Genau, das wird so lecker. So, ich schmelze jetzt die Kuvertüre im Wasserbad. Das hier ist das gebackene Schokobrot. Und die Kuvertüre, die mache ich jetzt wirklich erst so 2 Stunden, bevor wir es essen. Maximal 3 Stunden vorher. Entschuldigung. Dann wird die nämlich nicht so ganz extrem hart, weil wenn die so hart wird, dann bricht die beim Schneiden. Das wäre schade. Deswegen mache ich die dann erst immer so drauf, 2 Stunden, bevor wir das Schokobrot dann auch wirklich essen. So, wir machen jetzt Streuselplätzchen zusammen. Die sind super simpel. Die sind mit Blätterteig, das bildet quasi die Grundlage. Und dann kommen diese klassischen Streusel drauf, die man vom Kuchen kennt und die ich so, so, so sehr liebe. So, ich habe jetzt hier eine Packung stinknormalen Blätterteig genommen und den habe ich jetzt erstmal auftauen lassen. Und aus diesem Blätterteig stechen wir jetzt Förmchen aus. Ich habe mir meine Arbeitsplatte ein bisschen eingestäubt, dann einfach so eine Blätterteig Scheibe nehmen und dann steche ich aus. Nicht allzu komplizierte Figuren. Genau. Und die ausgestochenen kommen dann aufs Backblech. Das Backpapier habe ich übrigens so ein ganz kleines bisschen mit Wasser benetzt. Das macht sich einfach dann besser mit dem Blätterteig. Für die Streusel brauchen wir eigentlich nicht viel, sondern nur Mehl, Zucker, Butter, Zimt und Vanillezucker. Und das verrühren wir jetzt miteinander. Also erstmal das Mehl, Zucker, Zimt und Vanillezucker und die Butter kommt dann zum Schluss. So, ich habe mir jetzt die Butter abgewogen. Ihr findet übrigens auch nochmal alle Mengenangaben unten in der Infobox. Und da nehme ich jetzt so Flöckchen und verteile die jetzt hier auf dieser Mischung. Und dann vermenge ich das quasi zu diesen Streuseln, die dann da hinten auf den Blätterteig kommen. Also einen Preis für die schönsten Plätzchen bekommen sie nicht, aber auf jeden Fall für die leckersten.
Meine Streusel sind nicht so ideal hübsch geworden. Aber sie schmecken halt super, super gut. Und das ist halt auch was, was ihr mit den Kindern super machen könnt, weil es halt echt nicht aufwendig ist. Und die können halt ausstechen. Ihr macht dann da noch die Streusel oben drauf und fertig ist das Ganze.